Gute zu Antis Gatte. Seht ihr, es wird langsam Frühling. Ich bin im T-Shirt unterwegs. Die ersten Arbeiten im März und April stehen an. Und dann nehme ich euch jetzt mit. Viel Spaß beim Video. Gemäue zu Antis Gatte. Es ist März, es geht wieder los. Heute muss der Boden gefräst werden. Und dann nehme ich euch kurz mit. Und alle Weiterarbeiten zeige ich euch auch in dem Video. Viel Spaß. So, dann kommt doch mal mit. Und hier seht ihr jetzt, wie gewöhnlich, meine Gartenfräse. Und jetzt machen wir sie an. Lassen sie kurz warm laufen. Und in der Zeit schraube ich hier unten die Halterung ab. Und dann geht's los. So, jetzt machen wir die Halterung ab. Das ganze Gestell mit den Rädern ist Marke Eigenbau. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in den vorherigen Videos was gesagt habe dazu, aber das ist selbst geschweißt und lackiert. Hat auch schon ein paar Jahrzehnte. Jetzt kommen hier die Halterungseisen. Schraube ich immer gern hier drauf, dass sie nicht verloren gehen, weil die sind mal ganz schnell weg. Zack. Zack. Dann legen wir es hier hin. Dann wollen wir es mal starten, hä? Und wie immer freue ich mich über ein Abo und ein Like. So, die andere Hälfte ist auch fertig gemacht. Das Ganze habe ich jetzt einmal durchgefräst. Das lasse ich jetzt so circa 14 Tage liegen. Und dann wird das Ganze noch mal mit Kompost und ich habe dieses Jahr Rinderpellet-Dünger mir besorgt, noch mal untergemengt. Und beim zweiten Mal fräsen wird das auch alles dann noch mal glattgerecht. Ne? Und so sieht das Ganze jetzt aus. So, nach dem ganzen Unkrauthacke und nach dem Durchfräsen pflanze ich jetzt noch ein paar Büsche ein. Das nennt sich Mädchenauge. Könnt ihr mal sehen. So soll die dann später mal aussehen. Und jetzt nehme ich euch mit, wie sie einpflanzen. So, meine Lieben, es kam gerade Besuch und hat sich mit mir unterhalten. Da habe ich jetzt schnell die Büschchen alleine eingepflanzt, ohne euch. Aber das ist ja keine große Kunst.
Loch machen, Hornspäne rein und wachsen lassen. Ja. Da habe ich einmal die Sorte, die ich eben gezeigt habe. Dann einmal diese. Und einmal diese. So, jetzt muss ich hier düngen. Jetzt nehmen wir immer so eine Handvoll. Mache ich das hier so drauf. Na? Genau. Du machst auch diese Dünge, das gut drauf. Weil hier braucht, wenn man nicht. So sieht's aus. Ja. Und hier durfte mein Sohn mal lernen, wie man Zwiebel steckt. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Arbeit für Kinder. Da konnte ich mit meinem Sohn zusammen ein bisschen was arbeiten. Hier kommt eine. Komm her. Ich würde sagen, wir machen schnell weiter. Wir sehen uns, wenn wir fertig sind. Ich tue die Zwiebel immer ganz gern ein bisschen tiefer stecken, damit mir die Vögel die dann nicht rausziehen. Und diesmal habe ich auch wieder ein Netz drüber gemacht, damit die erstmal ein bisschen wachsen können und damit die Vögel mir nicht alles rausreißen. So, jetzt machen wir die Maschine erstmal wieder sauber. Und dafür habe ich mir letztes Jahr, nee, 2 Jahre schon, hier die Erdepumpe zugelegt. Die ist mit Akku betrieben. Hier ist der Akku. Davon habe ich 2 Stück. Ich habe auch die große Akkus genommen. Dafür gibt es verschiedene Größen an Akkus. Ich habe die größten genommen, die es diese haben. Weil aus Erfahrung heraus weiß ich, dass die Akkus nicht ganz so lange halten. So, jetzt habe ich den Akku drin. So, jetzt habe ich natürlich die Spitze verloren. Die muss ich jetzt erstmal suchen gehen. Spitze leider nicht gefunden, also habe ich das Ding abgemacht. Und jetzt müssen wir mal anmachen. Dafür drücken wir hier auf On.
Ist sogar der Akku voll. Ne? Und dann hier kann ich die Wasserstärke, die stärkste sein soll oder pumpen soll, noch einstellen. Jetzt haben wir volle Pulle. Ich finde das Ding jetzt schlecht. Dazu für hier mal ein bisschen was abzuschütten. Jetzt mussten erstmal die ganze Wurzelreste und der ganze Dreck, was ich da dazwischen gesetzt hat, rausgefriemelt werden. Und sollte man eigentlich immer machen, weil sonst fräst sie irgendwann nicht mehr schön. Einzigste Manko an der ganzen Sache ist, die Fräsmesser müssen immer in der richtigen Position stehen, damit ich die ja zum Befestigen die Halterung dran kriege. Die Messer ein paar Zentimeter nach vorne drehen lasse und jetzt seht ihr, passe auch die Eise einwandfrei rein. Jetzt nochmal schön sauber gespritzt und dann kommt sie auch schon wieder in die Garage. Außerdem seht ihr im Hintergrund mein neues Spielzeug, habe ich jetzt auch schon circa Zeit im Jahr. Drei Tage später habe ich dann noch meine Tagetes Pflanzen pikiert. Auf diese bin ich ganz besonders stolz, weil ich habe das erste Mal geschafft, Tagetes zum Aussamen zu bringen. Also sie sind noch schön gewachsen und stehen jetzt schon ein paar Tage im Gewächshaus. Meine Wortfindungsstörung nimmt auch immer zu. Sorry, aber so manchmal finde ich einfach nicht die passende Worte. Ich mache mir zwar vorher schon Gedanken, aber ist halt manchmal schwierig. Diese Arbeit liebe ich übrigens besonders, weil das ist so eine Frühjahrsarbeit und da weiß man eigentlich, Kellenau, der Winter ist bald rum. Jetzt kommt bald der Sommer wieder. Beim Pikieren sollte man halt darauf achten, dass die Wurzeln nicht beschädigt werden. Die müssen ganz vorsichtig behandelt werden und wenn sie dann in das Pikierloch gesetzt werden, schön fest andrücken, weil das sind ganz junge Pflänzchen und da darf man nicht zu fest zupacken. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen, ob ihr auch
selber aussät und macht euch die Arbeit wie ich hier und mit Pikieren und mit Umsetzen und dann ins Gewächshaus. Oder macht ihr euch nicht die Arbeit und kauft euer Pflänzchen gleich fertig und gebt halt ein paar Euros mehr aus. Lasst mal gerne einen Kommentar da und ich freue mich mal zu lesen, wie ihr das so handhabt. Jetzt geben wir mal wenig Gas, weil wir wollen ja hier kein 3 Tage lang pikieren, gell? So, jetzt habe ich sie hier im Gewächshaus. Das sind die Kornblumen, die habe ich schon Mitte der Woche pikiert. Und das sind meine Tagetes-Blümchen. Und was sagt ihr? So, Gartenvorbereitung ist schon ein bisschen mehr, wie nur wie sie Dünger drauf schmeißen. Ja, es ist ab Herbst, lässt alles ein bisschen nach, auch die Lust zum Gärtnern. Und ich habe erst mir so gedacht, naja, komm, du hast im Herbst am Boden umfräse und dann im Frühjahr hast du es dir gespart. Aber dadurch, dass die Winter nicht mehr so ganz so, naja, kalt sind, wächst das Unkraut trotzdem wie Hölle nach und du tust dann im Frühjahr so oder so noch mal drüber fräsen. Und somit habe ich mir gedacht, komm, lass es im Winter wie es ist und du dann im Frühjahr einmal neu drüber fräsen und dann ist das erledigt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich für ein Abo und ein Like, auch für eure Kommentare. Bin ich sehr dankbar, wenn ihr welche da lasst. Und ich pikiere jetzt hier noch weiter, weil es geht jetzt stetig weiter mit der Pflanzenaussaat. Ja, als nächstes kommen jetzt bald die Sonnenblumen dran. Wir haben jetzt Ende März und ich vermute mal bis Ende der Woche werde ich dann anfangen mit der Sonnenblumenaussaat. Jetzt habe ich noch mal ein paar Kornblumen ausgesät. Die pikiere ich jetzt noch, aber dazu mehr im nächsten Film. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.